Im Dreiländereck bei Aachen hat ja der Drogenschmuggel Hochkonjunktur. Der Weg aus dem Rheinland zu den Coffeeshops in den Niederlanden, der ist für viele in der Region ja sowas wie ein Katzensprung. Deshalb machen Beamte der Autobahnpolizei Köln regelmäßig Kontrollen, um Schmuggler zu ertappen und um bekiffte oder betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Tom, der Beifahrer, drei Geschwister, alles Mögliche. Akte von oben bis unten. Ja, er sagt ja, er auch. Hat schon gesessen und danach aufgehört mit allem. Irgendwas in den letzten Stunden an Alkohol, Drogen, Medikamenten zu sich genommen. Gar nichts. Gar nichts. Gut. Wann das letzte Mal? Was? Drogen, Alkohol? Alkohol, 2 Wochen oder so. Ja, Drogen noch nie. Doch, schon früher. Der Fahrer des Kleinwagens gibt seine Drogenkarriere und entsprechende Vorstrafen gleich zu. Der Beifahrer ist ebenfalls polizeibekannt und einschlägig vorbestraft. Die Leitstelle hat die Beamten gewarnt. Michael Ernst und Thomas Fehr haben es mit schweren Jungs zu tun. Nichts eingekauft, nichts Verbotenes dabei. Ja, wenn Sie mal eben den Kofferraum aufmachen würden, bitte. Die Begründung, die die Freunde für den Ausflug in die Niederlande auftischen, klingt für Hauptkommissar Ernst wie ein Märchen, dass mutmaßliche Drogenschmuggler bei Kontrollen der Autobahnpolizei im Dreiländereck bei Aachen gerne zum Besten geben. Die erzählen eine Geschichte, sie wären bei Frauen gewesen in Holland, kommen aus Köln, da müssen sie 150 Kilometer fahren. Ich denke mal, in Köln gibt es genug Frauen, die man auch besuchen kann. Also ist das für mich eigentlich eine Ausrede. Beide haben kurz und knapp geantwortet. Und scheint mir so, als hätten sie sich während des Anhaltevorgangs abgesprochen. Ich traue denen nicht bis zur Nasenspitze, ehrlich gesagt. Wären Sie denn gleich trotzdem mit einem Drogenvortest einverstanden? Dass wir da mal nachschauen, um Ihre Aussage dann zu bekräftigen, dass Sie nichts genommen haben, wenn es so ist. Alles klar. Die Begründung? Die Person hat schon mal mit Drogen zu tun gehabt und aus diesem Grund, um das Ganze auszuschließen, machen wir einfach den Test. Er ist freiwillig, er hat zugestimmt, also. Die Verdachtsmomente häufen sich. Bei der Leibesvisitation der beiden Herren findet Einsatzleiter Konietzny 700 Euro Bargeld. Hauptkommissar Ernst ist weiter auf der Suche nach Hasch, Heroin und Kokain in dem vermüllten Auto. Den beiden vorbestraften Freunden schlottern die Knie. Was haben wir? 8 Grad. 8 Grad? Ja. Ich hab ein T-Shirt an. Die Hose ist genauso dick wie Ihre Hose. Also das ist eine ganz normale Cargo-Jeans. Eine Speichelprobe analysiert Drogenkonsum. Nach 10 Minuten steht fest, der Test ist negativ und der Fahrer erleichtert nach der Prozedur in der Kontrolle. Schon ein gemischtes Gefühl, ne? Weil ich habe noch nie Drogentest gemacht, außer dass ich in JVA meinen Drogentest gemacht habe. Da bin ich ja schon gewohnt. Aber da sind die auch anders rangegangen als hier. Hat man kein Stäbchen in den Mund bekommen. Urintest, Bluttest. Die kennen das Spiel. Die kennen alles. Er muss auch hier regelmäßig zum Drogenscreening. Also wird er nichts genommen haben, wäre ja dumm. Ja, also wir sehen hier die Linien drauf. Das bedeutet, da wo eine Linie ist, ist nichts. Obwohl sie vom Gegenteil nahezu überzeugt waren, freuen sich die Beamten, dass das Kontrollsystem im Kampf gegen Drogenmissbrauch diesmal greift. Die haben in ihrer frühen Jugend Mist gebaut, sind dafür bestraft worden, haben die Strafe abgesessen und sagen jetzt, das passiert mir nicht nochmal. Das heißt, unser System funktioniert und wir können alle zufrieden sein, dass es so funktioniert. Die Autobahnen im Dreiländereck zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden sind das Revier der Männer um Einsatzleiter Walter Konietzny. Den kleinen Grenzverkehr haben die Beamten im Auge. Im Schutz der Dunkelheit sind Drogenschmuggler und Haschisch-Touristen gerne unterwegs. Das belegen die Zahlen im Bereich der Autobahnpolizei Köln. Erschreckend für die Beamten dabei ist, die Fälle von Drogenverstößen am Steuer übertreffen die von Alkoholdelikten mehr als deutlich. Tendenz seit Jahren steigend. Viele Verkehrsteilnehmer unterschätzen, wenn sie einen Joint rauchen, dass sie dann die nächsten Tage vielleicht gar nicht in der Lage sind, ein Fahrzeug sicher zu führen. Unser jüngster Klient, der war 18 Jahre, der älteste, der hatte die 65 schon erreicht. Das heißt, es war schon ein Rentner, der trotzdem noch geraucht hat und anschließend sich ans Steuer gesetzt hat. Dann kann man nur hoffen, dass dieser Verkehrsteilnehmer demnächst nur noch als Fußgänger unterwegs ist. Meist sind es Kleinwagen, die die Beamten im Visier haben. Wir haben einen alleinreisenden Holländer gesehen, der ja nach Deutschland gefahren ist. Also sind meistens jüngere Leute. Und wenn die allein unterwegs sind, um die Uhrzeit, fahren die nicht zur Arbeit. Dann müssen die einen anderen Reisegrund haben. Und da kann man schon mal reingucken, ob da irgendwas mit Betäubungsmitteln der Fall ist. 2 Minuten später hat die Streife den Kleinwagen gestoppt.
10 Jahre war Michael Ernst als ziviler Drogenfahnder im Einsatz. Aus Erfahrung gilt für den routinierten Hauptkommissar und seinen Partner, vorsichtig sein bei der Überprüfung von Personen, die gegebenenfalls bewaffnet sind. Darf der Kollege mal die Tür aufmachen? Ja, tut mal weg. Tut mal weg. Ich mal um das Messer, aber kommen Sie gleich wieder. Ja? Im Halbdunkel hat Ernst ein großes Teppichmesser auf dem Beifahrersitz gesehen. Eine gefährliche und im Notfall tödliche Waffe. Sind Sie schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Hat schon mal aufgefallen bei der Polizei? Schon mal irgendwas mit Drogen oder sonst irgendwas? Gar nichts? Dann... Ich hab mal zu schnell gefahren. Ne? Ja, nee, das meine ich. Ich meine jetzt so im Straftatenbereich. Nee. Nee. Gut, dann klemmen wir Menschen mal, ja? Weil er gelernt hat, im Dienst allenfalls Kollegen zu vertrauen, geht Ernst auf Nummer sicher. Wer war die Person? Der 6131. Mach's mir eine Person. Die Überprüfung per Funk auf der Leitstelle ergibt, der Niederländer ist polizeilich unbekannt und hatte noch nie ein Problem mit Hasch und anderem Kram. Obwohl er in der Nähe eines Coffeeshops wohnt und es für den 34-jährigen Pendler zwischen den Grenzen ein leichtes wäre, Stoff zu schmuggeln. Drogen gehört nicht auf die Straße. Dass alles kontrolliert wird, ist ja richtig. 24 Uhr, der Rastplatz an der A4 gleich an der niederländisch-deutschen Grenze Richtung Aachen. Die Männer der Autobahnpolizei analysieren den Verkehr und nehmen die Verfolgung auf. Olaf, wir sind jetzt vor dem Fahrzeug. Michael Ernst und Thomas Fehr werden zur Unterstützung angefordert. Der Verdächtige liefert sofort ein Geständnis. Haben Sie was konsumiert? Ja, ist schon Marihuana. Ein Joint? Ja. Vor wie vielen Stunden ungefähr? Gestern? Heute? Nee, heute. Ja. Der junge Mann will nicht erkannt werden. Auf dem Weg zu einer Party mit Freunden hat er einen Abstecher in einen Coffeeshop in den Niederlanden gemacht. Jetzt hat der Belgier ein Problem und sein Beifahrer ebenso. Haben Sie auch was geraucht? Ja. Das ist schlecht, weil dann müssten wir das Auto versetzen. Ja. So, Test ist gelaufen. Ja. Ihre Angaben stimmen. Sie haben in den letzten Stunden... Ja, er sagt heute Abend Cannabis konsumiert. Sehen Sie überall eine Linie? Hier oben die Kontrolllinie. Kannst du mal drauf leuchten? Selbstverständlich. Kontrolllinie, das heißt, der Test ist korrekt gelaufen. Ja. Die drei Drogen haben Sie nicht genommen, weil da Linien sind. Die zwei auch nicht, aber THC, da ist keine Linie. Okay. Das heißt für Sie, Sie fahren jetzt mit uns zur Wache. Ja. Ihnen wird doch eine Blutprobe entnommen. Ja. Von einem Arzt. Ja. Sie fahren die nächsten 24 Stunden kein Auto. Ja. Und... Dann kriegen Sie Post von der Bußgeldstelle aus Aachen. Weil Fahrer und Beifahrer bekifft und nicht mehr fahrtüchtig sind, fährt Hauptkommissar Ernst das Auto der Drogenkonsumenten auf einen Parkplatz. Wann und wie der Belgier wieder zu seinem Fahrzeug kommt, ist sein Problem. In der Wache in Bruchweiden folgt die Blutprobe. Hauptkommissar Ernst kennt die Strafe. 500 Euro Geldbuße, die muss er zahlen, plus Bearbeitungsgebühren. Dann wird er einen Monat Fahrverbot bekommen in Deutschland. Und wenn er ein Deutscher wäre oder einen deutschen Führerschein hätte, würde er noch 2 Punkte kriegen in Flensburg. Aber da er einen belgischen Führerschein hat, entfällt das bei ihm. Der darf sogar jetzt schon wieder in Belgien fahren, weil das Fahrverbot, was wir ihm ausgesprochen haben, von 24 Stunden, gilt nur für Deutschland. Für Dr. Konrad Kreinen sind Blutproben Routine. Bis zu 10 macht er pro Einsatz und wie die Polizeibeamten hat er große Probleme mit den unterschiedlichen Gesetzen im Dreiländereck. Ist eigentlich nicht verständlich, dass da die Europäer nicht übereinkommen, dass wenn ein Fahrverbot in einem Land verteilt wird, das in den anderen nicht gleichzeitig gilt. Und deswegen können die Täter dann nach Hause und auch wenn sie noch Drogen oder Alkoblut haben, dort wieder fahren. Wenn sie nicht erwischt werden, passiert dann im Heimatland nichts. Für die Beamten steht nach Schichtende fest, der Einsatz hat sich gelohnt, weil sie wieder mal einen bekifften Autofahrer zumindest vorübergehend aus dem Verkehr gezogen haben.